Hallo. Jetzt hast du mich eingeladen, nicht umgedreht. Ich hatte mir das von der Freundin zeigen lassen, wie das geht, und jetzt dachte ich, probiere ich das gleich mal aus. Oh ja, dann so, ne? Ja. Passt auch. Wie geht's dir? Gut. Bin ein bisschen Sehr schön. aufgeregt, aber sonst geht's. Und dir? Ich war mir ein bisschen müde. Aber Oha. sonst gut. Das stimmt. Doch, ja. Wir haben ja schon einen Haufen hier Zuschauer, das ist sehr cool. Wow. Ich hoffe, es wird dir nicht gut, wenn ich mich hier so wackelt. So, erstmal hallo zusammen, schön, dass ihr da seid. Hallo, auch von mir. Heute rund ums Thema nachhaltige Alternativen zu Konfetti. Gerade auch mit Daniel von Blütenkonfetti haben wir hier eine super Alternative gefunden. Und wer mich kennt, ich weiß jetzt nicht, wer von meinem Kanal rübergehüpft ist, weiß, dass Nachhaltigkeit auch bei Hochzeiten ein Thema ist und man da viel machen kann. Mit einfachen Mitteln wohlgemerkt. Ne? Genau. Stell dich ruhig doch mal vor. Ja, mein Wo Name bist ist Daniel. Ich betreibe Blütenkonfetti mit meiner Frau zusammen. Die kann leider heute nicht dabei sein. Deswegen müsst ihr mit mir ein bisschen Vorlieb nehmen. Und ja, wir sind eigentlich ein junges Unternehmen, was 2019 gestartet ist, also noch keine 2 Jahre alt. Und ja, das sind wir sozusagen. Kamen die auf die Idee? Die Idee kam durch meinen Schwager. Der hat damals für seine Was hat Schwägerin. geheiratet? Wie bitte? Der hat geheiratet. Nee, noch nicht. Der ist dieses Jahr dran, aber nee, aber hat für die Hochzeit für seine Schwägerin mit vorbereitet und kam da irgendwie auf die Idee und meinte, hey, ihr habt doch beide ein Unternehmen, wollt ihr das nicht mal ausprobieren? Das ist irgendwie voll cool. Dann haben wir gesagt, ja klar, lass mal ausprobieren, mal sehen, was draus wird. Und ja, jetzt sind wir da, wo wir jetzt sind. Klein angefangen und werden immer größer. Bestellungen werden immer mehr und scheint auf jeden Fall sehr gut anzukommen. Sehr cool. Finde ich super. Vielleicht ein, zwei Worte zu mir, die mich noch nicht kennen. Ich bin die Steffi. Stefanie Andersson, Hochzeitsfotografin, aktuell sesshaft in Düsseldorf. Ich ziehe immer mal wieder um, aber das macht nichts, weil ich sowieso deutschlandweit unterwegs bin. Und ich habe mich auf authentische Hochzeiten spezialisiert, das heißt Reportagen, Momente einfangen und am liebsten mag ich so Gartenhochzeiten, DIY-Hochzeiten, nachhaltige Hochzeiten natürlich. Und ja, wer lieber jemanden Quirliges hat als das stille Mäuschen, der ist mit mir, glaube ich, richtig. Das glaube ich auch. Wir werden auf jeden Fall viel Spaß haben an der Hochzeit. Muss das sein. So, wollen wir mal starten. Ich habe nicht wundern, ich habe mir hier unsere Notizen, wenn ich mal weggucke, nicht böse sein, das mal ab und zu spickeln. Ein paar Fragen notiert für dich, dass wir mal ein bisschen drüber quatschen können. Vielleicht magst du mal direkt starten, wer eigentlich so generell bei euch, wer kauft Blütenkonfetti überhaupt? Kaufen eigentlich fast jedermann, aber Hauptkundschaft sind wirklich Hochzeitspaare beziehungsweise welche, die heiraten wollen oder dabei unterstützen. Das ist so unsere Hauptkundschaft, aber halt auch welche, die andere Festivitäten oder Partys machen wollen, wie beispielsweise Taufen oder Geburtstage oder einfach nur so eine Feier. Das war momentan vielleicht schwierig, aber es kommt wieder. Und das ist so, sagen wir mal, unsere Hauptkundschaft, ja. Cool. Warum ist jetzt das Blütenkonfetti nachhaltiger als normales Konfetti? Weil zum einen aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt wird, sprich aus Blüten bzw. Blumen. Und es ist frei von Chemikalien, die irgendwie zum Beispiel zum Färben oder sowas hergestellt werden, was zum Beispiel bei Papierkonfetti sicherlich der Fall sein wird.
Man kann es halt auch lagern über bis zu einem Jahr, im Gegensatz halt eben zu frischen Blüten. Das heißt, du kannst es eben auch im Vorfeld bequem kaufen und musst es nicht schlussendlich in letzter Minute sozusagen irgendwie beschaffen. Kannst dich also gut vorbereiten. Es ist biologisch abbaubar. Brauchst es quasi eigentlich gar nicht erst wegfegen, sondern kannst es einfach liegen lassen und es verrottet dann zur Erde. Und ja, es duftet herrlich. Das muss man noch dazu sagen. Und wir geben Blumen sozusagen auch eine zweite Chance. Also wir kaufen einen Teil unserer Blumen halt eben im Großhandel und viele, die nicht mehr verkaufbar sind, aber doch noch gut aussehen, werden größtenteils noch einfach irgendwann weggeschmissen. Wir halten was vielleicht noch ein paar Tage ungefähr. Also das heißt, für den Endkunden ist es nicht mehr geeignet. Und die nehmen wir, trocknen die und fügen die halt zu unseren Blüten noch zu. Das heißt, das ist auch ein wenig Müllvermeidung, wenn man so will. Ja, auf jeden Fall. Beziehungsweise, die wurden ja extra schon gezüchtet Genau. oder angepflanzt, ne? Und damit man die dann einfach wegwirft, ist ja auch schade. Ich bin sowieso immer Sträuße super schade, dass der kurz mal hält. Zahlst du immer 30 Euro für einen schönen Strauß nach drei. Also ich krieg das immer hin, dass der nach 2 Tagen schon irgendwie welk ist. Und finde ich Ja. mega schade. Ja. Ja, das stimmt. Mega. Ich finde auch das Thema Wegfegen super. Ich stelle mir das richtig ätzend vor, wenn die Hochzeitsgesellschaft hinterher vom Standesamt immer erstmal noch mit dem Besen ja, vorbeikommen muss. Ist ja fast schon wie beim Polterabend, nur fisseliger. Das musst du ja dieses kriegst du nirgends raus und am besten Pflastersteine oder Rasen. Genau, und dann weht noch der Wind. Und dann ist alles gleich wieder weg und dann kannst du wieder von vorne anfangen. Nee. Ja, also das finde ich auf jeden Fall mit einer der größten Punkte. Genau. Zwecks, ja auch Organisation, wer macht denn das sonst immer, ne? Und das Standesamt ärgert sich immer über Konfetti. Oftmals wird sogar mittlerweile verboten, dass man was wirft. Genau, Eben leider ja. wegen dem Müll, der da liegt. Und das am Ende, wer was macht's weg? Die Stadt. Und dann haben die gesagt, nö, dann steht ein Aufsteller da, man darf nichts werfen. Ist dann Genau. natürlich gerade, ne? Also, aber das ist eine super Alternative. Richtig. Und vor allem, wenn du jetzt so zum Beispiel in der Natur heiratest oder so, dann hättest du ja, wenn du Papierkonfetti zum Beispiel nimmst, ja überall dieses Papierkonfetti rumfliegen. Und so sind es dann halt einfach Blüten. Und die fügen sich sozusagen der Natur gleich wieder ein. Von der Genau. Natur in die Natur. Wenn man gefärbt ist, aber genau zu dem Thema, ihr kauft nur Blumen ein, die 100% Natur sind quasi, die nicht nochmal Genau. eingefärbt worden sind. Es gibt ja auch Blüten, die eingefärbt sind. Das kauft ihr nicht. Nee, das nicht. Okay. Perfekt. Genau. Also es sind halt Rosen, die wir eben zukaufen und die wachsen halt auch so natürlich dann. Okay. Was mich interessiert, wie ist der ganze Prozess? Ihr geht zum Großmarkt, holt euch dann die übrig gebliebenen Blumen quasi und dann, wie geht's weiter? Sitzt du dann in der Garage und schnibbelst und trocknest? Ja. Ja, fast eigentlich. Also wir fahren halt dann zum Großmarkt und kaufen zwar einen Teil frisch, aber der Teil, der eben als B-Ware, so nenne ich es mal, verfügbar ist, den kaufen wir auch. Dann, ja, zu Hause werden wir da, zupfen wir dann halt eben die Blüten und trocknen die bei uns in so Hängekörben. Also Okay. wir haben ein Bild, da ist was ganz gut zu sehen. Wo dann halt dieses ganze Blütenmeer sozusagen dann immer trocknen. Das heißt, sie bekommen ja von allen Seiten Luft und da schimmelt auch nichts dann Genau, hinterher beim Trocknen. richtig. Aber das ist so das Einfachste und Praktischste und auch das, was am schnellsten geht. Wir hatten das mal probiert, so ganze Blütenköpfe zu trocknen, aber da ist dann wirklich das Problem, dass sie dann irgendwann schimmeln, weil die in der Mitte ja dann immer noch feucht sind und so. Gezupft brauchen die wirklich nur so 2, 3 Tage, dann sind die trocken und man hat das perfekte Ergebnis. Genau, und entweder wir fügen dann die Blütenblätter dann ganz zu, also es gibt Mischungen, da hast du ganze Blütenblätter und es gibt Mischungen, da häckseln wir die, zum Beispiel bei Magic Autumn, dann nutzen wir
Rote Blütenblätter, die wir zwar zukaufen, und auch weiße, die wir dann selber trocknen und häckseln. Und dadurch hast du halt einen herrlichen Kontrast dann eben und ja, kannst es auch wunderbar dann eben verwenden dann. Cool, spannend, was ihr euch Ja. da ausgedacht habt. Mache ich irgendwie nochmal auf meine Superliste gucken. Wie sieht es eigentlich mit der Fliegeigenschaft aus vom Blütenkonfetti? Fliegt es gut? Ja, also dadurch, dass es halt eben leicht ist, kann man es auch sehr gut in die Luft werfen. Also es kommt nicht gleich wie so ein Steinklotz, sag ich mal, einfach runter, sondern es weht halt einfach sehr wunderbar. Und zum Beispiel, wenn man die Braut und Bräutigam empfängt, so aus der Kirche oder Standesamt, ist das sehr gut, macht sich auch richtig schön auf Fotos dann. Haben wir auch ein paar Fotos schon gesehen. Einfach nur herrlich, wenn da dieses ganze Blütenkonfetti dann runtersegelt, so langsam. Und dafür haben wir dann entweder für die Gäste dann so sogenannte Cones, die wir selbst hergestellt haben. Und Also quasi so Waffeleistüten aus Papier, genau, ne? richtig genau, aus Kraftpapier. Die haben wir selbst entwickelt und lassen die fertigen. Und oder so Eisbecher, die dann auch aus Kraftpapier sind. Kann man da schön die Blüten reinfüllen und dann halt eben kann man das dann hochwerfen. Oder man nimmt einfach die Hände, eine Handvoll und kann das dann auch machen. Man ist vielseitig einsetzbar. Cool. Also du sagtest, die rieseln langsam. Das ist schon mal cool, weil, also zum Beispiel, ich habe immer das Problem, Seifenblasen sind zwar ganz cool, auch auf Bildern, aber das Problem ist, die lass bitte ja kein Wind sein, sonst weht maximal von einer Seite oder die Genau. weht es irgendwie weg und dann habe ich sowieso nichts drauf. Dann die pusten immer so unterschiedlich, dass irgendwie, also der Effekt, es sei denn, mit ein paar Gästen, die wirklich schön pusten, dann klappt es auch ganz gut. Ich habe ein paar coole Bilder, aber es klappt nicht immer so gut. Wenn Ja. aber jetzt die Blüten so schön rieseln, dann sieht das, glaube ich, auch besser aus. Und ich finde, im Haar bei der Braut sieht es nämlich auch schön Das aus. kann ich mir auch gut vorstellen. Ja. Super. Und es ist nachhaltiger als Seifenblasen, weil dieses Plastikgedöns da außenrum Das noch stimmt. nicht unbedingt, ne? Genau. Ja, sehr cool. Was wollte ich dich noch fragen? Du hattest eigentlich schon erzählt, wo man es überall einsetzen kann, oder? Genau. Hattest du schon? Also vorrangig halt eben bei Hochzeiten, aber du kannst es zum Beispiel dann auch als Tischdeko mit benutzen, wenn du einfach die losen Blüten wunderbar irgendwie drapierst auf dem Tisch, entweder lose oder du kannst auch eine Vase nehmen, die damit befüllen oder einzelne Gläser, wenn man möchte. Und Coole Idee. kannst halt alles damit machen, dekorieren, schmeißen, alles. Genau. Ich hatte dem letzten bei euch gesehen, es war ja auch relativ neu, da hat jemand Patisserie dekoriert, also Kuchen, Süßigkeiten, Genau, das stimmt. Wir Leckeres. haben genau in unserem Online-Shop haben wir so eine kleine, bauen wir derzeit so eine kleine Inspirationsseite auf. Und da hat jemand bei uns Blüten gekauft, um halt eben seine Backwaren oder seine Backkunst, also Kekse oder Kuchen, Torten machen die auch für Hochzeiten, haben sie dann entsprechend damit dekoriert und sehr gute Fotos von gemacht. Also auch für Produktfotos kann man es auch gut einsetzen. Also es hat mich direkt angesprochen und dadurch, dass ihr ja keine Farbe verwendet und es nur Blüten sind, das ist nicht giftig, Genau. kann man einfach runter machen und essen. Genau. Ja, teilweise schon. Also manche sind sogar essbar oder könnte man auch essen. Aber nur bestimmte, aber da haben wir jetzt auch eine Anfrage gehabt. Die möchte das scheinbar vielleicht für Essen oder für Dekozwecke dann haben. Mal gucken. Aber das weisen Aha. wir halt nicht direkt dann eben auf unserer Seite aus, weil wir halt eben keine Essware sozusagen verkaufen, sondern halt nur dann für Partys dann eben. Aber wäre das dann vielleicht so eine Sache für die Zukunft, dass er auch quasi essbare Trockenblumen, getrocknete Blumen anbietet? In der Theorie ja, aber Lebensmittel ist dann nochmal so ein ganz anderes Segment, da muss man ja bestimmte Auflagen dann teilweise erfüllen. Das wäre für uns jetzt ein bisschen zu weit gegriffen.
Aber wir haben halt noch andere Sachen geplant. Wir wollen zum Beispiel die Vielfalt noch weiter ausbauen, dass noch mehr Farbe reinkommt. Wir versuchen immer mal wieder andere Blüten noch mit reinzunehmen, nicht nur Rosen. Wollen halt noch ein bisschen mehr Werbung machen, dass halt wir noch bekannter werden. Aber wir werden demnächst noch ein Produkt launchen, das nennt sich dann Blütenkonfetti im Glas. Da haben wir ein wunderschönes Glas gefunden, was so ein bisschen mattiert ist, schwarz mattiert. Und da kommen dann Blüten rein von uns, die dann noch ein bisschen Rosenöl als Duftuntermalung noch mit reinkommt. Und dann kann man sich das halt wunderbar irgendwo zu Hause hinstellen und hat dann einen herrlichen Blumen- bzw. Rosenduft dann eben zu Hause. Dann, Cool. Auch ja. schön als Deko dann, ne? Genau, richtig. Mega. Ich bin ja schon mal gespannt, wenn ich dann eure Sachen fotografieren darf, muss ich sagen. Daran hatte ich auch ehrlich gesagt schon mal gedacht. Da freue ich Witzig. mich drauf. Ja. Nee, Das da bin wird ich auch cool. gespannt. Ja, das wird super. Hast du denn noch irgendwie Themen, wo du sagst, das wäre noch interessant? Was auch noch interessant wäre, was ich noch nicht erwähnt habe, ist, wir arbeiten mit der Lebenshilfe bei uns zusammen. Das ist die Lebenshilfe ist eine Werkstatt für Menschen mit Beeinträchtigung bzw. mit Behinderung. Und an die sind wir herangetreten und die unterstützen uns bei dem Vorverpacken der ganzen Blüten und sind auch überglücklich. Da halt einfach diese Vielfalt, diese bunte Vielfalt zu haben und halt auch diesen Duft dann eben, weil es ja doch teilweise ja, so Kleinigkeiten, so wie irgendwelche für die Elektroindustrie irgendwas zum Beispiel verpacken. Und das ist eine gute Alternative für die und sind auch sehr glücklich. Ach, cool. Mega. Ja. Sehr, sehr cool. Mir fallen jetzt gerade keine Fragen mehr ein, außer dass wir jetzt nach unseren Fotos planen müssen. Habt ihr noch Fragen, unsere lieben Zuschauer, die gerade da sind? Dann fragt jetzt unbedingt. Genau, wer ansonsten noch irgendwie hinterher Fragen hat, der kann gerne entweder Daniel oder mir eine Nachricht schreiben. Ihr findet Blütenkonfetti auf www.blütenkonfetti.de. Genau, ganz einfach. Ja. Genau. Ja, mega. Also da kommt ja nichts. Ich würde sagen, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Eine Bitte habe ich noch. Versuche diesen Livestream bitte für mich zu speichern, weil normal würde ich das jetzt machen. Aber du hast den Spieß Ach rumgedreht. so. Okay, dann hoffe ich, dass ich das hinkriege. Aber ich denke Genau, mal also dran. wenn du das beendest, dann müsste entweder stehen, speichern und herunterladen. Also erst Ja. herunterladen und dann speichern. Sonst Ich ist es weiß. zu spät, ansonsten muss ich ein Screen Recording machen. Okay. Oder wir müssen das Ganze nochmal machen. Auch machen. Genau. Ja, ne? Nee, dann bin ich auf jeden Fall schon mal auf deine Fotos gespannt. Aber mit den Da können wir auch Hochzeiten, nochmal live machen genau, mit mit den Fotos. Hochzeiten müsste es ja bald wieder losgehen, schätze ich mal. In 2 Wochen habe ich endlich wieder eine. Eine Ah. kleine. Ja. Ja, Das ist doch wunderbar. ich freue mich schon so. Das glaube ich. Mit Nee, war echt cool mit dir. dir auch. Vielen, vielen Dank für deine Ja. Zeit. Euch einen wunderschönen Abend und ich würde sagen, bis bald mal wieder. Genau. Bis bald. Tschüssi. Tschüss.